Der Deutschlandachter auf dem Weg nach London. Begleitet uns auf dem Weg nach London. Effizienz, glaube ich, steht mit ganz oben. Also wir müssen versuchen, jeden Schlag möglichst effizient zu gestalten. Und nur so kommen wir wirklich mit genau der Kraft, die wir zur Verfügung haben, letztendlich an unser Ziel und hoffentlich ganz weit vorne. Man setzt da so viel Kraft rein und dadurch, dass Rudern auch so technisch anspruchsvoll ist, muss man da sehr effizient arbeiten, dass man da bestmöglich das Blatt ins Wasser bekommt, dass man da so gut wie möglich das Boot beschleunigen kann. Weil wir ja alle, oder bis auf ein oder zwei Ausnahmen, nicht die größten, nicht die stärksten, nicht die schwersten sind. Da muss man natürlich lernen, mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen. So ein 2000-Meter-Rennen klingt erstmal nicht lang, dauert ja auch unter 6 Minuten. Aber man muss sich die Kräfte schon erheblich einteilen. Einerseits immer Vollgas los, andererseits so gut technisch arbeiten. Und da kommt die Effizienz eigentlich her, dann über eine gute Technik Kraft zu erhalten. Und da haben wir sicherlich auch was Gemeinsames mit Velo immer. Also ihre Pumpensysteme funktionieren ähnlich, die auch immer viel leisten müssen, aber das auch erhalten müssen. Und so funktioniert eigentlich auch Rudern über die 2000-Meter-Strecke. Das Thema von Velo ist ja, mit möglichst wenig Energie möglichst viel Wasser von A nach B zu bekommen. Und wir versuchen mit möglichst viel Effizienz vom Start bis ins Ziel zu kommen, sodass wir unsere Kraft möglichst gut und ohne Verschwendung ins Wasser kriegen und somit natürlich auch mit möglichst wenig Kraft viel Energie produzieren, dass wir dann im Endspurt noch die meisten Körner haben und falls der Gegner noch mal gefährlich werden sollte, unsere Bootsspitze noch mal nach vorne schieben können. Der Deutschlandachter auf dem Weg nach London. Begleitet uns auf dem Weg nach London.